Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Und ich schätze, dass ich wohl morgen mal wieder eine Baufolge einführen werde. Aber genau weiß ich das gerade noch nicht. Ich muss gleich mal in meinen Terminkalender gucken, wie es mit Aufnahme aussieht. Weil heute habe ich leider nicht mehr so viel Zeit. Und entweder es gibt eine oder es gibt halt keine. Wir werden es sehen. Aber fangen wir direkt an. Was haben wir heute so am Start? Als erstes ein Flugzeug vom Vico. Den Jet Stracer. Der auf einem Flugzeug von Yandru basiert. Zumindest sagte das der Download Center. Aber ja, so viele Gemeinsamkeiten mit dem Standardflugzeug von Yandru hat das jetzt nicht mehr. Sieht schon nice aus. Hier so mit den abgeknickten Flügeln. Ich glaube, das habt ihr mittlerweile irgendwie so ein bisschen gecheckt, dass ich das eigentlich ganz geil finde. Kommt immer, zumindest immer häufig vor. Wahrscheinlich findet ihr das Silber auch ganz cool. Und da sind gerade einfach mal die Pylonen abgekackt. Supi. Bin gerade überlegen, ob ich nicht mal wieder... Alter, ist das Ding schnell. Ob ich mal wieder einen anderen Flugplatz nehmen soll. Okay, das ist definitiv ein gemoddetes Triebwerk, würde ich jetzt mal meinen. Ja. Ja, das ist es. Komm, wir gehen mal einen Konturflug. Niu. Ah, da geht eigentlich noch mehr von der Höhe. Oh mein Gott. Das war zu wenig. Ja, eigentlich null Höhe. Ich kann überlegen. Wo fliegen wir denn jetzt hin? Wir könnten eigentlich mal zurückfliegen. Wo wir herkamen damals. Wobei ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir herkamen. Ich glaube aus der Richtung, ne? Wir können ja mal kurz zur Rennstrecke fliegen und uns die mal von oben angucken. Oder von nicht so weit oben. Ich will gucken, ob es da irgendwelche coolen Details gibt. Und mit dem Flugzeug kommst du echt schnell voran, ey. Kannst du nichts sagen. Da müsste ich echt mal ein schönes Rennauto bauen. Irgendwie so ein Formel 1 Auto oder sowas. Wobei, boah, Mirage Speedway. Ah, okay. Ich war da wohl noch nicht dicht genug drüber geflogen. Schön. Da kamen wir her. Den Inseln waren wir nachgeflogen. Ich konnte jetzt noch nicht irgendwie Ausschau halten nach der Krake oder was auch immer. Es gibt ja irgendwie so ein Seeungeheuer. Ich bin immer noch in derselben Aufnahmesession wie in der letzten Folge. Ich habe quasi nur 10 Sekunden dazwischen jetzt gehabt. Also nicht wundern, liebe Freunde. Ihr wisst ja, ich nehme immer am Stück auf. Bringt ja nichts. Weil so kann ich einfach ein bisschen besser planen, wenn ich mir abends irgendwie vornehme, okay, heute Abend nehmen wir mal eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde auf, also 3-4 Folgen. Dann ist das natürlich für mich einfacher zu planen, als wenn man immer eine Folge macht. Wobei ich das in letzter Zeit auch immer mal wieder gemacht habe. So, aber hier ist jetzt Zappen mit kleinen... Ach, warte mal, was ist denn da vorne? Was ist... Okay, da hinten ist eine große Insel. Das ist ein Flugzeug. Was ist denn hier hinten irgendwie noch? Ist da noch was? Wenn man so ein bisschen die Kamera dreht, sieht man das... What the fuck? Was ist das? Das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Okay. Okay. Das kenne ich definitiv noch nicht. Was ist das? Sieht aus wie eine Rennstrecke auch. Aha. Aha. Was ist denn da alles drauf, ey? Sprungschanzen und so ein Krempel. Gold Pre. Ach, wie geil ist das denn, ey? Das habe ich noch nicht gewusst. Das hat mir auch keiner in die Kommentare geschrieben, wenn ich mir das so richtig...
Versuche gerade mal in Erinnerung zu rufen. Alter, gibt es von dem Zeug noch mehr? Ich nehme jetzt aber mal kurz ein anderes Flugzeug. Das habe ich jetzt schon ein paar Minütchen gehabt. Also das Ding ist echt schnell, ey. Vielen Dank dafür, sonst hätte nämlich ewig gedauert, bis wir das gefunden haben. Hätten gehabt haben müssen. Als nächstes haben wir das Frachtflugzeug Orca Devilish vom Oliver Halinga. Der mir momentan auch immer sehr regelmäßig was reinschickt. Sehr schön. Sieht irgendwie ein bisschen aus vom Heck her wie so eine Antonov. Verdammt, ich hätte vielleicht mal einen Spawnpunkt setzen sollen, nicht Volldepp. Naja. Macht nix. Fahrwerk rein. Okay, Tasten drücken bringt nichts. Also keine Funktion, aber ist nicht so schlimm. Sieht cool aus trotzdem. Uhuhu. Verdammt, das war ein Fehler. Aber es ist schön, wie der Flügel abgefetzt ist und wie sie es dann gedreht hat. Ich glaube, das. Ich flieg das jetzt nochmal ein Momentchen. Guck mir das mal an. Und dann versuche ich nochmal so diesen Unfall zu provozieren. Ja, das aber mit dem Fahrwerk gefällt mir ganz gut, dass das hier so schön so eine Ausbuchtung hat. Wow, nicht so nah ran. Fliegt sich wie ein Frachtflugzeug. Ah, okay, hier haben wir halt das Problem mit den Flügeln, dass die quasi abreißen, in Anführungszeichen. Also große Anführungszeichen, jetzt nicht falsch verstehen. Aber ich kenne ja das Problem, dass das instabil ist. So. Ah, das fliegt schon ziemlich gut. Aber ich weiß, wie ich die Flügel... Also einen Flügel abbekomme. Ich will ja nur einen Flügel abbekommen. Wir fliegen einfach mal zu den Windkrafträdern. Ah, das Ding liegt ziemlich gut in der Luft. Also man kann ziemlich gut kleine Steuerbewegungen machen. So. So. Und... Fuck, warum ist denn das andere jetzt abgerissen? Das war so nicht geplant. Scheiße. Tschüss. Ihr lieben Trümmer, macht's gut. Ach, wie geil, das Ding stürzt ein. Das ist ja wie eine Schießbude dann. Das ist ja witzig, das wusste ich nicht. Wir lernen heute viele neue Dinge, liebe Freunde. Aber da müssen wir mal kurz gucken. Haben wir heute irgendwas mit Waffen dabei? Hier, der Sturzkampfbomber U87B2 vom Bleihit. Da geht doch was. Der hat doch ein paar Waffen dabei. Ah, schön. Ziemlich schön gebaut. Ich habe leider immer noch ein bisschen Frosch im Hals. Hatte ich ja letzte Folge schon. Hui! Ah, ist tatsächlich ein Problem hier. Wobei, nee, eigentlich mittlerweile... Ich glaube, wenn man das Flugzeug größer bauen würde, dann könnte man diese... Also bei einer Stuka ist ja... Das gehört jetzt quasi zum Fahrwerk mit dazu, diese Blenden. Ich wollte doch nur eine Kurve fliegen. Was ist denn jetzt passiert? Gehört er dazu? Ach nee, Moment. Oder kann eine Stuka überhaupt das Fahrwerk einfahren? Gerade echt am Überlegen. Ich weiß es. Nee, oder? Gerade echt am Überlegen. Da war doch irgendwas. Nee, können sie nicht, oder? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir haben jetzt Bomben dabei. Wir gehen jetzt mal auf Windradjagd. Warte mal, wo sind denn die? Da links. Links hoch müssen wir. Links hoch. Ah, da muss ich aufpassen. Das muss ich definitiv mit Joystick fliegen, sonst. Also wenn ich jetzt nicht gerade unbedingt nur geradeaus fliegen möchte, sonst habe ich ein Problem. Ja. Mit Joystick geht das doch wesentlich angenehmer. Da kann man auch mal ein paar heftigere Kurven fliegen. Alles ist gut. So, und jetzt fliegen wir einfach mal gerade auf drauf zu. Ich hoffe, dass ich meine Bombe rechtzeitig ausgelöst bekomme. Oder beziehungsweise auch hoffentlich nicht zu früh.
Warum kriege ich denn die große Bombe nicht weg? Hallo? Habe ich da irgendwas getroffen? Nee. Okay, die Bombe, die große, müssen wir anders auslösen. Eigentlich müssten wir die wirklich wie eine Stuka benutzen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo sind denn die, der Windpark? Kriegen wir den hier irgendwo? Ja. Kriegen wir... Allerdings nicht so, wie ich erhofft hatte. Ich hatte gehofft, das ist ein Luftspawnpunkt. Aber gut, dann ist es halt so. Scheiße. Das war dämlich. Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, die Bombe ist auf der 1. Komm schon. Starte. Dankeschön. So. Ich fliege jetzt einfach mal geradeaus. Ich benutze das jetzt aber nicht als Sturzkampfbomber. Sondern wir machen jetzt einfach mal, dass wir hier wegkommen. Und? Ja, sehr schön. Guck mal, wie schön das zerbratzt, das Teil. Nice. Versuche ich aber noch einmal mit den Bomben hier das Teil da zu kriegen. Ah, knapp vorbei. Das war echt nicht schlecht. Aber es ist schön. Schönes Ding. Nur die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Also bei War Thunder, ich weiß, ihr wollt, dass ich das endlich aufnehme. Bin aber immer noch nicht zugekommen. Habe ich auch... Ich glaube, 2 Stukas. Allerdings benutze ich die nicht als Bomber, sondern ich habe einmal... Ach, keine, wie groß ist die Kanone? 27 mm Kanone oder? Ich weiß nicht, auf jeden Fall 2 richtig fette Dinger, die zum Panzerknacken vorgesehen sind. Mit der habe ich immer Spaß. Und die andere habe ich ein paar Maschinenkanonen, glaube ich, drin. Ja, so, was haben wir hier? Von Marcel. Da haben wir heute einen Luftbodenkreuzer. Okay. Luftbodenkreuzer. Ah, okay, ich verstehe. Also, der ist auf jeden Fall schon mal fürs Wasser. Da können wir endlich mal unseren neuen Water Takeoff benutzen. Den ich letztens bekommen habe. So, gucken wir erstmal die einzelnen Teile durch. Nummer 1, das MG da oben. Nummer 2, das kleine MG da oben, was aus irgendeinem Grund nicht schießt. Keine Ahnung warum. Nummer 3, okay, jetzt schießt es. Nummer 4. Nummer 4 tut nichts. Nummer 5 tut auch nichts. Nummer 6 tut das... Lol. Macht das vordere, das hintere MG hoch und runter. Nummer 7 tut nichts und ich würde sagen, wir fahren einfach mal los. Gib Stoff, Baby. Okay. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu stark lenkt am Anfang. Ich fahre erstmal aufs Meer hinaus. Ich bin mal gespannt, wie schnell das Teil wird. Für was sind die Detacher da oben drauf? Links und rechts sind ja 2 Detacher. Boah, das Ding ist sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Also wirklich sehr, sehr schwer. Und vor allem fährt es nicht geradeaus. Warum das so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Gut, ist jetzt leider auch nicht so wirklich stromlinienförmig. Und warum es gerade geleckt hat, kann ich euch leider nicht sagen. Hm, das ist jetzt gerade echt ein Problem. Ich komme hier aus dem Hafen nicht raus mit dem Ding. Ich mache mal ganz wenig Schub.
Erstmal ein bisschen mehr, damit wir mal vom Fleck kommen. Jetzt machen wir mal so 25%. Dann müssten wir doch mal rauskommen. Also es ist halt echt nicht so eine gute Idee, ein Schiff zu bauen, was vorne einfach platt ist. Nicht falsch verstehen, aber so geil ist es jetzt nicht, ne? gut, warte mal. Aber ich will dem noch eine Chance geben. Ich will dem Ganzen noch eine Chance geben. Nehmen wir den alten Water Take-Off. Vielleicht war da ja irgendeine Strömung in diesem Kanal drin. Keine Ahnung. Geben wir einfach mal Stoff. Na, es fängt sich sofort an zu drehen. Das ist sehr, sehr schade. Weil die Idee ist ja eigentlich ganz gut. Aber es ist unkontrollierbar. Also so richtig unkontrollierbar. Ich weiß nicht, wie ich das benutzen soll. Vielleicht mache ich das auch komplett falsch. Kann ja sein. Und ich habe schon wieder vergessen, meinen Scab auszuschalten, fällt mir auf. Nee, nee. Also irgendwie, ich krieg das Ding hier nicht geregelt. Ich weiß nicht, wie ich das machen muss. Lol. Und man sollte den Motor nicht unbedingt so weit drehen können, damit ich an mein eigenes Flugzeug komme. Was haben wir denn noch? Für heute. Was haben wir noch? Wir haben, von wahrscheinlich ich, da bin ich mal gespannt. Der baut ja mittlerweile auch ganz geile Sachen. Oder was heißt mittlerweile eigentlich die ganze Zeit schon? Ein Northrop YB-49. Ah, eine große Notflügler. Sehr nettes Teil, guck mal. Kann man sogar reingucken. Aha. Ich weiß zwar nicht, warum man da jetzt gerade reingucken kann, aber es geht auf jeden Fall. Schön. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ding fliegt. Also es ist kein Wasserflugzeug. Das können wir schon mal festhalten. Und wir fangen jetzt mal hier an. Am Gletscher. Ich hoffe, dass ich das Ding gestartet bekomme bis da vorne. Ich glaube, da ist nämlich eine Klippe irgendwo. Ah, locker. Das Ding hat so viel Auftrieb, das hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt gewundert. Ach, guck mal, so die Klippe ist sogar näher, als ich erwartet habe. Ah, das fliegt aber nett. Das fliegt nett. Alter, was ist denn heute mit diesem verkackten Spiel los? Ah, okay, ich weiß, was mit dem verkackten Spiel los ist. Da ist nämlich gerade irgendwas massiv explodiert. Ich bleib mal hier schön im Windschatten. Hat das Ding Waffen dabei? Das hat 4 Bomben dabei. Die sind wohl irgendwo da drin. Aber wo? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, Alt zu drücken. Ich tue es trotzdem. Ach, lol. Die fallen einfach raus. Und warum werde ich gerade von irgendwelchen Raketen verfolgt? Finde ich nicht in Ordnung. Kann es sein, dass die Triebwerke ziemlich laut sind? Guck mal, wer da kommt. Wuhu! Das war knapp. Diese verkackte Station, ey. Irgendwie muss ich die mal kaputt kriegen oder reinfliegen. Am besten beides wahrscheinlich. Ah, aber das Ding ist richtig nice, ey. Das fliegt vor allem ziemlich gut für die Größe. Ich hätte nicht erwartet, dass das so verdammt wendig ist. Weißt du was? Wir fliegen jetzt mal mit dem Teil einen Angriff auf das... Auf das, ja, wie auch immer, auf den Missile Launcher. Haben wir noch Waffen dabei? Nee. Alter, ist das laut! Du bist ja taub. Wir haben so einen niedrigen Querschnitt, die treffen uns bestimmt gar nicht. Hui! Wir haben uns wirklich nicht getroffen. Hui! Guten Tag. Lol. Ich hätte die locker kaputt machen können mit dem Teil. Ein paar andere Waffen dran.
Und die sind fällig. Oh mein Gott, die Zeit läuft mir mal wieder wie immer davon in letzter Zeit. Aber das ist echt ein nices Teil, ey. Kannst du nichts sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gerade irgendwie ein Detail verpasst, vorne oder hinten. So Cockpit-mäßig oder sowas. Wenn ja, tut's mir leid. Und als letztes haben wir noch vom Steinmaster HD einen Small Bomber. Naja, so small ist der jetzt aber nicht. Alter! What the fuck? Da würde ich mal sagen, testen wir mal, ob wir mit dem Ding das Teil da oben geknackt bekommen. Was haben wir denn alles an Waffen dabei? Wir haben auf jeden Fall genug Bomben dabei, um das Ding mit jede Menge Tod zu überziehen. Die Frage ist nur, ob ich es bis dahin schaffe, weil das... Oh, das war ein Fehler! Das Teil ist jetzt nicht so wendig, würde ich mal behaupten. Das ist halt ein Bomber, der komplett voll beladen ist, was ja auch in Ordnung ist, aber... Ach du Scheiße, das wird ein böses Ausgeben. Rums. Das ist eine ziemlich große Explosion. Da sind gerade alle Bomben gleichzeitig explodiert. Nee, das ist eine blöde Idee. Da habe ich keine Chance. Komm, wir gehen mal hier auf dem Avalanche Airport. Gehen wir hoch. Schade eigentlich. Ich hatte gehofft, dass ich mit dem Ding vielleicht was reißen kann, aber könnte schwierig werden. Also ist jetzt keine böse Kritik oder so, aber das Ding da oben ist echt zu gut gesichert, muss man sagen. Die sind richtig gut gesichert. Dieser komische Laser gesteuerte Krempel wird mir auch jede Inferno-Rakete wahrscheinlich zerballern. Außer, ich nehme einfach so viele Inferno-Raketen, dass das Teil nicht mehr damit zurechtkommt. Das kann ja auch funktionieren. Ich mache jetzt mal noch einen Anflug mit dem hier. Und hoffe, dass ich den einmal komplett mit Bomben einfach zuscheißen kann. So, Kollege. Ich will dir doch ja nichts tun. Ah, Mist, ey. Ich bin zu langsam. Der wird mich sowas von zerreißen. Oh, Ausweichmanöver. Oh, lol. Die geht aber schnell kaputt. Okay, die habe ich nicht kommen sehen. Die habe ich nicht kommen sehen. Der schießt ja immer noch auf mich. Alter, ich bin nur noch Cockpit. Was ist mit dem los? Also irgendwie, ich glaube, das könnte demnächst vielleicht sogar eine Challenge werden. Irgendwie müssen wir das Ding da oben ausräuchern. Und ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.